Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf meinem Kanal. Ich habe schon mal länger her angeteasert, dass ich ein Level 1 Projekt bei Castle Crush starten werde und genau das machen wir heute. Wir starten heute zusammen das Level 1 Projekt bei Castle Crush. Also die kurze Erklärung ist, ja, dieser Account, den ich hier jetzt starten werde, der wird nie höher als Level 1 kommen. Natürlich spiele ich den anderen Account hier auf diesem Kanal auch noch, aber jetzt mal der Level 1 Kanal. Was haltet ihr von diesem Projekt? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mal los, Leute. Und da sind wir schon im Game drinnen und das ist ein neues Tutorial. Das habe ich noch nicht gesehen, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Mein Lord, ihr kommt zur rechten Zeit. Wir müssen die feindliche Burg zerstören. Also das ist neu. Das war bei mir noch nicht so, als ich meinen anderen Account gestartet habe. Ja, ich spiele jetzt auf meinem kleinen iPhone. Das ist für mich auch eine Umstellung, wenn ihr so seht hier. Aber ja, es wird schon hinan. Zieht eine Truppe auf eine der Lanes, um sie auszuspielen. Werde ich machen. So, wir spielen also gleich mal den Krieger. Ja, und das Schwierige... Oh, zweier Skelette. Das ist mir neu. Ja, das Schwierige eigentlich am Level 1 Account ist, dass man keine Karten upgraden kann und da muss man dann also mit Skill spielen, Leute. Außer, wir kommen wirklich so hoch, dass wir endlich, ja, legendäre Karten freischalten können, dann müssen wir die auf alle Fälle freischalten, denn, ja, die legendären Karten sind ja von Anfang an schon sehr, 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 sehr stark, aber das, ja, da brauchen wir eine Weile, bis wir mal die Burg, ja, uns hochkämpfen. So, wir bekommen eine Holzkiste und nach 5 Schlachten, dann bekommen wir eine Silberkiste, alles klar. So, die Holzkiste ist verschlossen, die öffnen wir natürlich. Mit einem Juwel könnten wir die gleich öffnen, aber das machen wir nicht, Leute. Wir starten in die... Oh, ich muss sie öffnen. Nein, ich will die nicht öffnen. 3 Sekunden warte ich, denn einen Juwel schenke ich ihnen nicht, wenn wir warten können. Und ja, beim Level 1 Projekt geht es natürlich auch darum, dass ich euch neue Decks vorstellen kann, denn ich bin ja schon eigentlich, ja, sehr, sehr hoch. Ich bin in Burg 7 mit meinem anderen Account und da kann ich euch, wenn ihr zum Beispiel jetzt neu anfängt mit, ja, Android oder sonst... Dann kann ich hier euch coole neue Decks zeigen und alles und um das geht es. So, ich hoffe natürlich, so, wir müssen das, nein, ich will das nicht upgraden. Wir starten einfach in die Schlacht, denn, was, ich muss das upgraden? Oh nein. So, ja, dann werden wir natürlich den Krieger hier upgraden. Wir bekommen dafür 4 Erfahrungspunkte. Wir dürfen auf keinen Fall Level 2 mit diesem Account kommen, denn dann ist das Projekt zu Ende, Leute. Also muss ich da richtig, richtig aufpassen. Ich darf keine Karten spenden und ich darf auch nicht zu viele Karten upgraden. So, wir starten gleich mal in die Schlacht. Gut, zum Glück muss ich die Bombe hier nicht upgraden. Und ja, ich finde es einfach cool, dass hier nur 2er Skelette sind und keine 3er oder sonst was. Und wir spielen hier einfach mal ein klassisches Rush-Deck. Ein klassisches Rush-Deck, Leute. Wieso? Ah, oh, die wollte ich nicht da oben spielen. Nein, das gefällt mir nicht. Aber der Ork-Krieger wird auch so fallen, Leute. Und ich bin schon gespannt, was für Decks sich hier ergeben werden mit dem Level 1-Account. Und ja, schreibt mir mal eure Meinungen rein, wie weit ich mit diesem Account kommen werde. Also in bis welche Burg, bis welche, ja, Pokalregion ich mit diesem Deck pushen kann. Ich bin richtig, richtig gespannt. So, wir bekommen eine Holzkiste und ja, noch 4 Schlachten bis zur Silbertruhe. Die mega coole Silbertruhe, Leute. Yes. Ja, ich bin richtig gespannt, wie das Ganze sein wird, wie weit wir kommen werden, denn ich habe auf YouTube auch noch kein Level 1 Projekt gesehen, also ich glaube, das ist das erste Level 1 Projekt bei Castle Crush, was ein YouTuber hier startet. Wenn es da andere Meinungen gibt, schreibt mir das bitte gerne. So, wir unterstützen natürlich unseren Zwerg hier mit dem Bogenschützen und 2 Bomben auf den Ork-Krieger und das Schwierige, ja... Ich bin einfach richtig, richtig gespannt und auch gehypt für das Level 1 Projekt, also sehr, sehr motiviert. So, wir ziehen hier keine Karten, wir spielen hier gleich mal die Bogenschützen, denn ja, ja, irgendwas anderes brauchen wir, denn es tut schon weh, hier dieses Rush-Deck zu spielen, denn es ist einfach ein Rush-Deck hier, aber okay, gut, Victory, alles klar, wir bekommen eine Holzkiste, die können wir natürlich öffnen, diese können wir auch öffnen. Was haben wir drinnen? Einmal die Bogenschützen und wir haben die Beratung freigeschaltet. Und mir kommt gerade, wir haben ja nicht mal noch ein ganzes Deck. Wir haben momentan nur 5 Karten in unserem Deck, was auch sehr, sehr strange ist. Und jo, starten wir die nächsten 3 Schlachten. Natürlich müssen wir das Tutorial hier schaffen. So, Krieg geht vor, also der Zwerg. Dann setzen wir die Bomben. Oh, es sind schon jetzt Level 3er
Skelettschwärme hier. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig beim Level 1 Account, dass man mit sehr, sehr viel Köpfchen und Strategie spielt, denn da kann man nicht einfach drauf hoffen, dass deine Karte eh höher ist als die vom Gegner. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, wie lange das gut gehen eigentlich kann. So, die Piratin haut da schon mal megamäßig rein. Die macht viel Schaden hier, muss ich sagen. Macht sehr, sehr viel Schaden. So, wir unterstützen mal unseren Zwerg mit dem Krieger und mit den Bogenschützinnen. Und da geht es schon ab. Der Sir David wird hier gleich mal wieder in die Knie gehen. Und es sind sehr, sehr leichte Games jetzt gegen diese Träne, die hier zum Spielen sind. Denn wir bekommen ja auch keine Pokale für die Sieger hier. Ja, ich möchte gerne auch einen Ork-Krieger haben, liebes Spiel. Gib mir den Ork-Krieger. So. Ja, Leute, falls euch dieses Projekt und dieses Video gefällt, vergesst auf keinen Fall einen Daumen nach oben zu geben. Und ich würde sagen, ja, heute starten wir einfach nur mal das Projekt, einen Einklang. Ich erkläre euch, wie alles hier sein wird, auf was man aufpassen kann, auf was ich mich freue. Ja, und ich weiß noch nicht, wie ich das dann handhabe, mit den, wann ich mit den anderen Accounts spiele und wann ich mit diesem Account hier spiele. Falls ihr Vorschläge habt, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, mit euch darüber plaudern zu können und vielleicht einen Mittelweg zu finden, dass man, ja, sich vielleicht jeden Tag abwechselt, welchen Account man spielt, oder vielleicht jetzt mal öfter mit dem Level 1 Account spielt und dann mal wieder wechselt zum anderen Account. Und ja, wer weiß, wie lange das eigentlich mit dem Level 1 Account gut geht. Deswegen schauen wir mal, was da die Zukunft bringt mit diesem Account. So, da oben müssen wir natürlich den Ork-Krieger irgendwie aus dem Weg bekommen. Ja, die Bogenschützinnen sind natürlich leichtes Fressen für ihn. So, und da haben wir schon wieder den Ork-Krieger weg und die Burg fliegt da gleich wieder zusammen. Und ich bin finde es voll ungewohnt, in dieser Arena zu spielen, denn ich habe wirklich sehr, sehr kurz in dieser Arena gespielt bei meinem anderen Account, da es ja nicht einmal dieses Intro hier gab, soviel ich weiß. Ich weiß nicht, nein, das gab es nochmal nicht. So, wir öffnen auch diese und da können wir gleich mal mega Chest Opening machen. Beim Level 1 Account, da können wir gleich 4 Holzkisten auf einmal öffnen, Leute. So, ja, hier oben setzen wir natürlich... Jetzt sind wieder 2 Skelette, ich verstehe das Ganze nicht. Wow, und da hat der Gegner schon einen schwarzen Ritter. Was soll denn das? Da müssen wir jetzt ordentlich mal sparen und einen ordentlichen Push hier auf die mittlere Lane legen. Am besten mit den... Oh, der Krieger ist jetzt leider zu schnell davor gelaufen, aber wir setzen jetzt noch einen. Okay, der schwarze Ritter macht jetzt sehr, sehr wenig Schaden, wie ich gerade sehe. Ein schwarzer Ritter wäre natürlich auch cool für diesen Account, denn der macht richtig fett Schaden. So, aber wir sind auch gleich wieder an der Burg des Gegners angelangt, können jetzt sogar noch die Bomben draufhauen, wenn wir sie schon haben. Die machen ja auch Schaden für die Burg. Und da hätten wir auch diese Burg von Sir Kimio geknackt. So, Leute, Victory. Wie ihr seht, wir bekommen keine Pokale. Schade. So, und wir sind in Burg 1, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Wir können jetzt Ranked spielen. Ja, wir können Ranked spielen und ab geht's. So, Henker können wir hier freischalten. Ja, sehr, sehr coole Karten können wir hier freischalten. Wann können wir also die erste Legi freischalten? Hier, beim Dämonenschloss. Burg 4. Ich bin gespannt, ob ich so weit es schaffe mit einem Level 1 Account. Ich glaube es momentan nicht. Mein Lord, wie wollt ihr euch nennen? Ich nenne diesen Account mal nur Danny, Leute, denn der andere ist der einzige Danny online, den es hier gibt. So, mal ein kurzer Ladebildschirm und dann geht's auch schon weiter. Und wir haben auch schon ein Sonderangebot. Oh, was für ein Wunder. Starterpaket. Aber es bringt mir ja nichts, denn ich darf sowieso keine Karten upgraden. Also nicht viel Karten. Da muss ich richtig aufpassen, was ich upgrade. Also ist das sehr, sehr unnötig. So, was haben wir hier? Yes, Leute, wir haben gleich mal den Magier freigeschaltet. Der wurde ja im letzten Update sehr, 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 sehr verstärkt. Deswegen sehr, sehr cool, dass ich den jetzt habe. So, was gibt's hier noch? Yes, noch eine neue Karte freigeschaltet. Ork-Krieger. Schon die dritte neue Karte jetzt. So, schaffen wir noch eine neue Karte. Nö, keine neue Karte und wir gehen gleich mal in den Shop. Ich weiß nicht, was die beste Strategie hier ist. Ein paar Karten auf ein gutes Level zu bringen oder eine Karte so richtig hoch zu pushen. Wie? Richtig hoch. Wie zum Beispiel den Krieger. Das muss ich mir noch überlegen. Und mein Kampfdeck besteht momentan wieder nur aus... Ja, wir haben momentan nicht mehr... Ich kann gar nicht mehr reingeben. Das finde ich schade. Aber den Ork-Krieger möchte ich schon gerne reintun. Gegen was nur ist die Frage. Ich glaube... Gegen den Zwerg werden wir das rein tun. Es ist ja mehr oder weniger jetzt ein Rush-Deck. Also, jo. Und vielleicht wird dieses Deck dann später mal, wenn der Android-Release da ist, zu einem Deck, wo ich euch einfach dann, ja, Decks im unteren Pokalbereich zeige. Denn mit dem anderen, ja, Account ist es ja leider nicht mehr möglich, was eigentlich ziemlich, ziemlich nice wäre. Wow, der Gegner spielt richtig gut, der Tug aus Deutschland. Aber hier, wir haben eine Bombe hier drauf. Und dann spielen wir einen Krieger hier, der sollte normal die hier schaffen. Und da wartet auch schon der Ork-Krieger, dass er hier in der Mitte freigelassen werden kann. Der hat einen Krieger auf Level 2. Okay, wieso ist mein Krieger hier auf Level 1? Ich habe den hier abgegradet, Leute. Oder ist das Upgrade wieder weggegangen? Das finde ich jetzt komisch. So,
So. Wir brauchen hier einfach noch einen Ork-Krieger. Wo er spielt richtig gut. Er kann das richtig gut hier herumspammen. Aber wir lenken hier mal ab auf der oberen Lane mit, ja, den Bogis. So, ich hoffe, die Piratin schafft es hier. Come on! Nein! Verdammt! Haha, der Gegner spielt das schon nice, muss ich schon zugeben. So, wir haben jetzt nur mehr Fernkampftruppen momentan auf der Hand. Und der Gegner, er haut mal richtig rein. Wow, was ist denn mit ihm los? Ich will hier nicht verlieren. Ich will hier wirklich nicht... ja, das wäre dann schon peinlich, wenn ich hier verlieren würde. Und es sieht fast danach aus, Leute, dass wir hier den ersten Kampf mit dem Level 1-Account verlieren würden. Danny, das war jetzt richtig schwach von dir. Ja, Leute, ich weiß, sorry. Und ja, aber wir werden trotzdem mit diesem Deck weiterspielen. Wir haben 0 Pokale, wir haben das erste Match verloren. Ist ja schon mal ein super Start für dieses, ja, für den Level 1-Account. Aber wir spielen jetzt gegen den Kevin aus Frankreich und los geht's. So, jetzt rushen wir aber den Kevin mal nieder. So, Kevin, du hast jetzt keine Meter gegen mich. Ja, wir werden hier gleich das unterstützen und dann werden wir auf die andere Lanes gehen. Ich hoffe, er hat keine Bombe. Wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, er hat keine Bombe. Sollte ich die Bombe einsetzen? Nö. Ich glaube, das geht sich mit der Piratin aus. Und die Piratin ist sehr, sehr stark. Jupp, ist sie. Und hier werden wir aber noch mit einem Krieger mitkämpfen. Und jetzt können wir eigentlich den Ork-Krieger spielen auf der untersten Lane, was ich natürlich machen werde. So, da hat der Gegner auch eine Piratin gespielt. Auf Level 2. Oh nein! Der Gegner hat eine Level 2er Piratin. So, die muss ich leider wegbomben. Natürlich hätte ich mir die Bombe für was anderes lieber aufgespart, aber kann man nichts machen. So, da setzen wir einfach noch einen Ork-Krieger gegen seinen Ork-Krieger. Und da haben wir es geschafft und yes, wir haben beide Ork-Krieger noch gerettet. Was bekommen wir hier? Natürlich wäre jetzt eine Mage-Krieger-Kombi hier mega fein. Mega, mega fein. Yep, geht sich sogar aus. So, sein Mage stirbt hier. Jupp, er geht hier drauf. Und wir haben hier, yes, jetzt sieht es gut aus. Auf der mittleren Lane zumindest. Und... Oh, hat alles überlebt. So. Mage gegen Piratin. Ah, der Mage ist ja so langsam. Da war ich wieder ein bisschen fehl am Platz. So. Zerstöre ihn, Mage. Wow. Ha, das war jetzt mega nice, dass ich die vorne hingesetzt habe. So, wer ist stärker? Mage oder eine Level 2er Piratin? Level 2er Piratin ist hier unterlegen. Gut zu wissen, Leute. Gut zu wissen. Und jetzt werden wir mal die andere Lane hier auch anstarten. Sonst geht der ja gar nichts. So. Hier sieht der Kampf schon eigentlich besser aus, Leute. Und komm, Piratin, schaffst du den Ork-Krieger? Ja, aber den Zwerg wird sie natürlich nicht mehr schaffen. Besonders nicht, wenn der mit einem Krieger noch unterstützt wird. So, hier mal den Krieger setzen und gleich mal hier. Wow, die Bombe setze ich gleich mal hier, dass der Mage... Oh, der Mage wird nicht zerstört. Puh, sehr, 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 sehr interessant. So, ich setze hier gleich auch einen Mage dazu, Leute. So, wir wissen, Mages sind... Oh, da hat der Gegner jetzt eine Bombe aber weggehauen. Für nichts. So, ich werde hier die Bombe spielen und da geht das weg. Und jetzt der Ork-Krieger hier auf die Lane. Und ich glaube, wir haben hier gewonnen. Wird zwar kein Flawless Victory, aber es sollte sich hier ausgehen. So, der Ork-Krieger wird hier den Magier aus... Ja, komm schon, lass mich zu deiner Burg. Gegner spielt sehr, sehr schlau. Besonders mit dem Mage, dass sie hier schon mit dem Flächenschaden hier richtig setzt. Eine Bombe wäre natürlich auch zum Beispiel nice. Damit könnte ich jetzt den Gegner auch zerstören. So, Piratin. Yep. So, ich muss noch irgendwie an die Burg. Schaffe ich es mit einer Bombe? Schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht. Schaffe ich einfach nicht mit der Bombe. Ja, dann probieren wir es hier mit dem Mage. So, schafft der Mage den Ork-Krieger auf der obersten Lane? Yep, er schafft den. So, aber jetzt... muss ich... Wow, Leute, jetzt wird es wirklich mega, mega, mega eng. Mega eng. Was ist denn hier los? Und ich habe noch keine Pfeile. Wow, komm, Bombe, drauf. Nein! Nein, ich habe hier wirklich nochmal verloren, Leute. Das kann es nicht sein, aber ich würde sagen, das nächste Mal starten wir auf alle Fälle besser hinein. Ich war jetzt etwas gehypt und viel... Nein, ich will es gar nicht rausreden. Ich war einfach nur schlecht jetzt, aber das nächste Mal werden wir gewinnen, Leute. Also schaltet das nächste Mal beim Level 1er Projekt auf alle Fälle ein. Danke fürs Zusehen, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit ein paar mehr Siegen. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao!